Ich kann mit Cakewalk so unglaublich viel machen und muss nicht mal was dafür zahlen. Time Stretching und Pitch Shifting sind da natürlich auch möglich, aber nicht nur einfach so. Durch verschiedene Algorithmen, die bei Cakewalk mit dabei sind, kannst du deine Audiodateien gezielt bearbeiten. Schneller oder langsamer, um beispielsweise den Drum Loop anzupassen. Höher oder tiefer. Na, 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 na. Das alles geht ganz einfach, auch mit MIDI. Und wie wir das machen, ohne dabei kapitale Fehler zu begehen, zeige ich euch jetzt bei Mach's dir selbst. Yahoo! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Schön mal wieder mit euch Neues an Cakewalk zu entdecken. Ich habe hier mal ein neues Projekt und das soll heute mal mit 110 BPM laufen. Da will ich diese Drums als Loop haben. Die ziehe ich mir mal per Drag and Drop in mein Projekt. Wenn ich das nun abspiele und mein Metronom mitlaufen lasse, hört man sofort, dass der Loop zu schnell ist. Man sieht's auch hier, dass der nicht ganz einen Takt lang ist. Wenn ich aber nun möchte, dass er einen ganzen Takt lang ist, halte ich Umschalt und STRG-Taste gedrückt, fahre mit meiner Maus an den rechten Rand des Clips, bis ich hier diesen komischen Doppel-Links-Rechts-Pfeil sehe. Und jetzt kann ich mit Linksklick und Ziehen den Clip den und an die Timeline anpassen. Hören wir jetzt mal rein. Zack, an die Projektgeschwindigkeit angepasst. Und das Gute daran, es ist alles erstmal nicht destruktiv. Behaltet aber im Hinterkopf, dass jeder gedehnte Clip bei der Wiedergabe jetzt zusätzlich CPU-Last verursacht. Weil dadurch, dass dieser Zeiteffekt live generiert wird, kommt ein weiterer Algorithmus mit ins Spiel und der braucht dann einfach CPU. Per Standard läuft so, wird der Clip im Projekt wiedergegeben, übernimmt diesen Dehn- oder auch Staucheffekt dieser Kollege hier, Elastic Efficient. Das ist der Universal, Universal-Dehner und natürlich auch Staucher im Eco-Modus. Wenn selbst der für deinen Rechner zu anstrengend ist, kannst du bei den Einstellungen mit der Taste P unter Audio, Wiedergabe und Aufnahme einen anderen aussuchen. Groove für nicht perkussives Material, Percussion für eben erwähntes Material. Wenn die Wiedergabe aber flüssig läuft bei dir, dann lass einfach den Elastik drin. Sobald ich aber den Song exportiere, den Clip abmische oder die Spur einfach einfriere, kommt Kollegin Pro zum Einsatz, Elastik Pro. Ist dann nochmal viel genauer und bietet euch dann die bestmögliche Qualität. Braucht aber auch wesentlich mehr CPU-Last. So gesehen braucht ihr eigentlich dann nicht wirklich dran rumfummeln. Und natürlich geht es auch in die andere Richtung. Der Clip hier ist zu langsam. Auch den wieder mit der Maus und gedrückter Umschalt- und STRG-Taste klicken und auf die gewünschte Länge ziehen. Fertig. Wenn ich den Loop jetzt über mehrere Takte haben möchte, könnte ich jetzt mit Copy-Paste immer wieder was anstückeln. Das ist aber viel zu umständlich und auch viel zu unpraktisch. Lieber mischen wir den Clip erstmal ab. Man sagt dazu auch Bouncen, damit die Effekte gerendert werden und beim Abspielen keine CPU mehr brauchen. Das mache ich mit Rechtsklick auf den Clip und Verbinden zu Clips. Und jetzt kann ich nämlich die Groove Clip Loop Funktion aktivieren mit Steuerung L. Und jetzt kann ich mir das nach links oder rechts rausziehen. Dieses Dehnen und Stauchen geht auch mit MIDI Clips. Dieses Piano hier mit Umschalt und STRG gedrückt kann ich auch diesen Clip manipulieren. Ich mache es mal eben doppelt so schnell. Oder nur noch halb so schnell.
Doch genug der Zeitmanipulation. Widmen wir uns nun den Höhen und Tiefen. Ich habe euch mal meine goldene Gesangsstimme dafür zur Verfügung gestellt. Na, 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 na. Möchte ich nun die Tonhöhe ändern, markiere ich den Clip und gehe auf Modifizieren, Transponieren. Ich habe mir dazu den Shortcut-Steuerung T eingerichtet und wie ihr eure eigenen Shortcuts machen könnt in Cakewalk, das habe ich euch ja hier schon gezeigt. Jetzt kommt dieser Dialog und hier stelle ich ein, wie viele Halbtöne entweder nach oben oder unten transponiert werden soll. Das kann ich mal entweder einfach reinschreiben oder ganz praktisch mit dem Plus und Minus auf eurer Tastatur beim Numpad könnt ihr das alternativ erhöhen oder niedriger machen. Das Ganze wird aber dann gleich verarbeitet. Der Originalclip wird quasi gleich mit dem neuen Ergebnis ersetzt. Macht euch also zur Not vorher eine Sicherungskopie. Zum Beispiel in so einem weiteren Track, den man dann auf Stumm oder Archivieren schalten kann. In den meisten Fällen ist auch hier wieder Elastic Pro auch gleich die richtige Wahl. Seid ihr mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden, Steuerung Z und versucht einen anderen Algorithmus. Mit Radius Advance kann ich hier zum Beispiel noch Regler verschieben. Da gibt es zwei. Die Tonhöhenkohärenz erhält, soweit es geht, die Natürlichkeit des Materials. Umso weiter rechts ich den Regler schiebe, umso realistischer versucht der Algorithmus, das Pitch Shifting vorzunehmen. Der Phasenkohärenzregler verhindert Phasenauslöschung bei Stereoaufnahmen, so gut er heute eben kann. Zu viel des Reglers nach rechts kann auch hier zu Verzerrungen führen. Verzerrungen. Es gibt auch weitere Transponiermethoden. Radius Solo ist eine Alternative für Soloinstrumente, Bass und Gesang. Könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr mit Elastic Pro nicht happy sein solltet. MIDI kann ich natürlich auch transponieren und da wir hier nur Noten verschieben, brauchen wir keinen besonderen Algorithmus, sondern müssen nur die Anzahl der Halbtöne nach oben oder unten eintragen. Ein Häkchen habe ich allerdings noch zum Anklicken, Diatonic Math oder diatonisch. Damit wird innerhalb der Tonart transponiert, die im Projekt eingestellt ist. Standardmäßig ist das C-Dur und wenn ich das ändern will, gehe ich auf Ansicht, Takt, Tonart, mach einen Doppelklick auf den Eintrag hier und wähle im Dropdown die gewünschte Tonart aus. Und fertig. Kann unter anderem zu ganz wilden und interessanten Ergebnissen führen. Ja, und jetzt lasse ich mal YouTube das passende Video für euch hier anzeigen und darunter, wie gewohnt, Hammer, törichte Musik zum Chillen. Ich sag wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin, Bussi aufs Bauchi-Bärli und Servus. Das hat halt geflutscht.